Gleichzeitig nominiere ich Helene Fischer, Wolf Fuß und Mats Hummels. Marco Reus macht mit, Mats Hummels zieht nach und Helene Fischer auch. Hallo Marco Reus. Die Ice Bucket Challenge ist nach Deutschland geschwappt und verbreitet sich wie ein Kettenbrief. Es ist für einen sehr guten Zweck, finde ich. Man kann ja gar nicht genug Aufmerksamkeit lenken auf den so wichtigen Kampf gegen die schreckliche Krankheit ALS und darauf, dass sie noch besser erforscht wird. Deshalb nominiere ich Barbara Schöneberger, Sigmar Gabriel, freilich verkleidet als Eisbär Knut, und auch wenn sie mich dafür hauen wird, Miriam Meck. Selbst die Spitzenpolitik könnte also bald erreicht sein. Macht SPD-Chef Sigmar Gabriel das nicht nach, dann muss er Geld an die ALS Association spenden, die Nervenkrankheit ALS bekannter machen will. Erkrankte Angehörige und die ALS-Forschung werden durch die Erlöse unterstützt. So sind die Regeln der Ice Bucket Challenge, wohl eine der erfolgreichsten viralen Spendenkampagnen überhaupt. Pete Frates, ein ehemaliger Baseballspieler aus Boston, wird ein großer Anteil am Erfolg der Eiswasserwelle zugeschrieben. Der ehemalige Profi ist an ALS erkrankt und hat sich seit Jahren dem Kampf gegen die Krankheit verschrieben. Er verbreitete Videos der Ice Bucket Challenge. Prominente wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg oder Microsoft-Gründer Bill Gates machten sich nass. Viele weitere folgten. Finanziell ist die Kampagne ein Erfolg. Mittlerweile sind Millionen Dollar auf dem Konto der LAS Association eingegangen und die Welle rollt weiter. Schauspieler Tom Cruise und Regisseur Chris McQuarrie ließen sich sogar mehrfach abkühlen, stellvertretend für ihre ganze Filmcrew.